Es summt in jeder Ecke in Jürgen Brandys Garten. Vor 8 Jahren hat er mit der Imkerei begonnen. Damals mit einem Bienenvolk. Heute sind es 14. Und die sind so über das Stadtgebiet verteilt, also zum Teil hier im Kleingarten, aber dann auch in der Stadtmitte, also überall, wo halt die Möglichkeit besteht und wo man es zeitlich auch dann auf die Reihe bekommt. Bienen in der Stadtmitte? Nicht unmöglich. Es reicht ein windgeschützter Balkon, denn auch in der Stadt findet die Biene alles, was sie zum Leben braucht. Unter anderem auf dem Dach des Münchner Polizeipräsidiums. Und das seit gut 6 Jahren. Also wir haben wahrgenommen, dass auf vielen Behörden schon Bienenstöcke stehen. Also in München war das konkret zum Beispiel bei der Oper oder an den Pinakotheken. Und wir hatten dann auch so die Mensch, warum soll das nicht auch bei der Polizei klappen? Jürgen hat das Projekt Polizeibienenhonig ins Leben gerufen. Darin geht es nicht nur darum, etwas für die Umwelt zu tun, sondern auch auf den Artenschutz hinzuweisen. Denn damit haben wir aktuell ein Problem. Die kann sich sehr gut anpassen an klimatische Verhältnisse. Das ist nicht das Problem, aber wir stellen schon einen ganz extremen Rückgang an Wildbienen fest, an Insekten allgemein. Und natürlich dann auch von Tieren, die halt auf Insekten angewiesen sind. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Politik fängt an, Habitate besser zu schützen. Menschen beginnen bewusster zu leben. Und jeder kann etwas für Bienen tun. Man kann für die Bienen sehr viel tun, einfach wenn man dementsprechend die Bepflanzung achtet, also immer auf heimische Pflanzen achten, vor allem mit dementsprechend halt Insekten-Nahrungsangebot. Und die Baumärkte haben mittlerweile schon aufgrund des öffentlichen Bewusstseins ganz, ganz viele Regale schon eingerichtet für bienenfreundliche Pflanzen. Warum also nicht heuer bienenfreundliche Pflanzen in die Blumenkästen setzen? Vielleicht direkt zur Feier des Weltbienentages?